Hallo, meine lieben Seelen. Schön, dass wir hier zusammenkommen zur Tagesenergie für Freitag, den 20.10.2023. Lasst uns mal schauen. Ich nehme von Linda Giese das Tarot der neuen Zeit. Wische so lange, bis eine Karte rausfällt. Und es ist eine allgemeine Legung, ihr Lieben. Es kann auf dich zutreffen, das muss es nicht. Ich fühle mich immer verpflichtet, das vor jedem Video zu sagen, weil es eben einfach auch immer wieder wichtig ist, dass der ein oder andere es hört. Wir schauen mal rein, dieser Freitag. Was will uns die geistige Welt an diesem Tag sagen? Dankeschön. Gerechtigkeit. Hier greift die Energie der geistigen Welt. Wir haben den König der Münzen, wir haben den Gehängten und wir haben die 10 der Kelche. Das ist die emotionale Füllekarte. Mehr geht nicht. Und wir haben die 10 der Münzen. 10 der Kelche und 10 der Münzen, das sind die beiden höchsten Füllekarte, die es in diesem Lenormand, in diesem Tarot gibt, überhaupt im Tarot. Dann nehme ich hier das Licht und Schatten Lenormand aus dem Antonina Schulze Verlag. Auch diese Karte steht auf dem Kopf, das sind die Wege, der Hund, der Klee und die Vögel. Und wir haben das Kreuz, das Schicksalskreuz. Und zum Schluss nehme ich die und Stefania, die Kipperkarten. Mission dauert heute länger. Dankeschön. Und ich lasse die Karten genau da liegen, wo sie liegen, ihr Lieben. Das eine ist unverhofftes Geld und das Warten. Und das andere ist das Gefängnis und der reiche gute Herr. Wir haben die Zusammenkunft und wir haben den Diebstahl. Der Platz hier ist belegt. Ehre und Erfolg. Das ist zu hohen Ehren kommen. Zentrale Karte ist das Glück, ihr Lieben. Das Glück, das pure Glück mit der Sonne im Rücken, mit diesem wundervollen blauen Himmel. Blau steht für den Frieden. Blau steht für den Frieden. Hier, hier, hier. Dieser Hund ist der König der Münzen. Dieser Hund ist jemand, der dich führt. Ich sehe ganz deutlich, dass du hier ihn in der Hand hältst und er zeigt dir den Weg. Das ist die Folge jetzt von den letzten Tagesenergien. Ich will das ja auch gar nicht alles schönreden. Im Grunde ist es so, dass hier etwas ganz Lebensveränderndes passiert und du dir Hilfe holen sollst. Und diese Hilfe ist genau dieser König der Münzen, beziehungsweise dieser Hund. Wenn das ein Anwalt ist, dann musst du ihn bezahlen, dann ist das in Ordnung. Aber er gibt dir die Hilfe, er zeigt dir den Weg und er führt dich ins Glück, in dein persönliches Glück. Vielleicht ist es hier ein Umdenken. Ein Umdenken von Situationen oder dass du zuerst sagst, oh nein, wie kann das denn nur und ist alles furchtbar und er sagt, nee, ist doch gar nicht so schlimm. Es ist doch gar nicht so schlimm. Und dann schaust du dir das mal mit seinen Augen an. Und dann stellst du nachher fest, ja, ist ja wirklich gar nicht so schlimm. Immer mal in diese Energie hier. Dann haben wir die Gerechtigkeit und wir haben die Wege. Und die Wege
Das ist eine ganz seltsame Karte. Also ich sehe die Wege ja immer wieder anders auf dieser Karte. Das ist wirklich verrückt. Tatsächlich habe ich hier das Warten und das unverhofftes Geld. Das ist das Plötzliche. Du wartest im Grunde auf diese Situation, die dir hier von der geistigen Welt geschickt wird. Du bist im Gefängnis. Du bist im Gefängnis und siehst es nicht. Du kannst gar nicht nach außen weiter blicken. Und dieser Mensch ist schon in deinem Leben, aber du kannst ihn auch noch nicht sehen. Auf jeden Fall siehst du ihn nicht so, wie du, wie er sich nachher hier zeigt. Ich habe ja immer wieder gesagt, dieser Mensch ist viel spiritueller, als du denkst. Der hat viel mehr Ahnung von dem, worum es denn geht. Wenn du, ich sage jetzt mal, du bist kreativ unterwegs. Du bist Malerin in irgendeiner Fabrik oder keine Ahnung. Und dir wird jetzt irgendwas vorgeworfen und du musst jetzt gehen. Und dann hast du hier einen Menschen, der jetzt schon in deinem Leben ist, den du aber noch nicht siehst. Der hat eine Position, keine Ahnung, der hat überhaupt nichts mit Malen oder sonst was zu tun. Und dann auf einmal zeigt er sich und dann sagt er, er zeigt sein Wissen, er zeigt, dass er genau beurteilen kann, worum es denn geht. Und er gibt dir Wege auf. Wege, die hier, worauf du wirklich gewartet hast, die dann plötzlich und unverhofft kommen. Wege, die zuerst so aussehen, als wenn sie gar nicht existieren. Und auf einmal siehst du dann doch, da gibt es ja einen Weg. Und dann geht es ja noch rechts und links. Und dann zeigt dir genau dieser Mensch den Weg aus dieser Misere. Dann stellst du fest, du schaust sie diese Situation mit deinen Augen an und du schaust, du siehst, dass es doch gar nicht so verkehrt ist, was da passiert. Dass du mit anderen Menschen zusammenkommst, vielleicht mit anderen Menschen, die eben genau dieses Wissen haben. Und dann ist der Diebstahl, der hier wirklich so schlimm war, der Diebstahl, den sehe ich hier dann als Verlustkarte, als jemand, der dir den Dolch in den Rücken gesteckt hat. Dass der aber dann nachher wirklich das Beste war, was dir passieren konnte, weil du in die 10 der Kelche, in deine Fülle kommen konntest. Emotional, genau wie materiell, dass du hier deine Leichtigkeit wieder gefunden hast, dass du deine Farben wieder sehen kannst. Und du erkennst, dass es dein Schicksal ist, dein Schicksalsweg. Und du erkennst, dass das, was hier so furchtbar war, dieser Verlust von dem, wo du dachtest, das würdest du nie überstehen, dass das hier mit Ehre und Erfolg das Beste war, was dir passieren konnte. Wunderbar, ihr Lieben. Eine schöne Energie, auch wenn sie hier noch so anders reinkommt. Aber hier, diese beiden Karten zeigen ganz deutlich, dass dieser Mensch schon in deinem Leben ist und du es nicht sehen kannst. Du bist wie im Gefängnis. Macht's mal gut. Habt einen schönen Freitag. Ciao.